Und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16. Und bevor wir jetzt hier in die Welt reinstürzen, erst nochmal vielen Dank an meine treuen Seelen, die mich auch diesen Monat wieder tatkräftig unterstützt haben. Vielen Dank an einer wie Ichimi07, Kati Krempel, Negoya und ganz besonderen Dank geht an meine Gold- und Platin-Seelen Chaos Destille, Klingone23, Negi Magister, Puginator und Yuria Murumoto Ino. Vielen Dank euch und ja, im letzten Stream habe ich gesagt, dass ich die Nebenquest ja offscreen mache. Das habe ich auch gemacht. Ich habe dem guten Schmied hier geholfen, wieder ein bisschen Vertrauen in sich zu fassen. Dazu musste ich nur einen Greifen töten. Dann habe ich wilde rosa-rote Skorpione gejagt, die dann von dem Typen hier zu einem sehr delikaten Essen umgewandelt worden ist. Und zuletzt haben wir noch irgendwelche Borkenviecher erledigt, die ein Harz da gelassen haben, damit unser Fährmann fähren kann. Oder so. Ohne den verdammten Staub wäre das tote Land. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo es noch weitergeht. Hier haben wir noch Briefe. Was und Chocobo heißt. Genau, die Quest haben wir letztes Mal gemacht. Da. Eine Flamme, die wie sie heller nicht brennt. Lord Rossfield, ich möchte euch hier nochmals, genau, wir haben ja in der letzten Folge auch den da gerettet und ein Apfel fällt nicht weit vom Stamm, das ist der Oppo, so, okay. Wir sollen jetzt mit Vivian sprechen, wir haben ja uns in der letzten Stream ein Schiff gesichert von unserem Onkel und ja, heute ist übrigens auch der letzte Stream vor meiner Elternzeit, der heißt deshalb auch so. Aber keine Sorge, auf YouTube habe ich es so eingerichtet, dass eigentlich jeden Tag, alle zwei Tage eine neue Folge kommt. Abwechselnd Final Fantasy 14, Final Fantasy 16 und das über Rev. Bis ich wieder ungefähr zurück bin. Und wenn ihr Kanalmitglied bzw. eine treue Seele auf YouTube seid, dann könnt ihr sogar alles gleich von Anfang an gucken. So, aber jetzt müssen wir hier hin. Wieder hier, Lord Rossfield. Es rührt mich, dass du meine Gesellschaft so schätzt. Im Moment brauche ich eher deinen Rat als deine Gesellschaft. Oh, charmant wie immer. Was gibt es denn heute? Die Eisernen. Erzähl mir bitte von ihnen. Dann segelt ihr also bald nach Drachenhauch, nehme ich an. Zum Mutterkristall inmitten der siedenden See. Es gab eine Zeit, in der ein jeder Rosaria für einen Besuch nur den Wellen trotzen musste. Aber die Eisernen hatten andere Pläne. Wie du weißt, herrschen die Eisernen, oder vielmehr ihre religiösen Führer, über die Inseln im Westen Stürms. Anders als in Sanbrek wird Religion dort nicht nur als Werkzeug zur Manipulation der Massen missbraucht. Nein, das Eiserne Königreich verkörpert die kristallene Orthodoxie regelrecht. Wer die Eisernen durchschauen will, muss das erst verstehen. In ihrer Lehre ist die Verehrung der Mutterkristalle ein zentraler Glaubenssatz. Kein Wunder, dass es ihnen missfällt, wenn Ungläubige die Heiligtümer ausbeuten, um mit deren Splittern Wannen zu füllen und Lampen zu entzünden. Äther ist in ihren frommen Augen ein sündhafter Stoff, ja sogar ein Gift. Entsprechend sind Domini für sie Instrumente des Bösen, die sie sich für die rechten Zwecke jedoch auch selbst zunutze machen. Vor nun gut 80 Jahren im Norden Stürms ist Drachenauge erloschen. Und die Armeen der nördlichen Gebiete marschierten auf der Suche nach Äther in Richtung Rosaria. Unerbittlich von der Fäule getrieben. Als die Schilde des Phönix ausrückten, um sie abzufangen, sah das Eiserne Königreich seine Chance. Es nutzte die Gunst der Stunde, um seine Krieger nach Drostanus zu entsenden und die Insel mitsamt ihrem Mutterkristall Drachenhauch an sich zu reißen. Über die Jahre sind die Rückeroberungsversuche zum Erliegen gekommen. Zu deinen Lebzeiten hat dort kaum ein rosarischer Soldat mehr Fuß an Land gesetzt. Und nun, da Rosaria von Sanbrek annektiert wurde, haben die Eisernen erst recht nichts mehr zu befürchten.
Also bleibt ihnen ihr Sprungbrett zum Festland erhalten, während sie auf den richtigen Zeitpunkt für ihren nächsten Kreuzzug warten. Der Mutterkristall ist für die Eisernen nicht nur von religiöser Bedeutung, sondern auch ihr Tor zum Festland. Daher betrachten sie Drustanus als heiligste Erde. Eines Tages soll die eiserne Flotte von dort aus in See stechen und alle anderen Mutterkristalle erobern oder untergehen. Mein Vater und mein Großvater haben beide mit den Eisernen gekämpft. Alles nur wegen Drachenhauch. Ohne die Geschehnisse am Phönixtor hätten wir die ganze Flotte ausgeschickt. Stattdessen schickten sie ihre Flotte gen Rosaria, nahmen die Hauptstadt ein, töteten die Männer und raubten die Frauen. Einschließlich Jill. Ich denke, niemand könnte dir ein paar Rachegefühle verübeln, Clive. Mein Ziel ist einzig und allein der Mutterkristall. Aber trotzdem danke. Ja, also wenn man ein bisschen Rache üben könnte, ist es ja. Hier gibt's nichts mehr zu tun. So, okay. Jill, wo bist du? Wir wollen Rache üben. An deinen ehemaligen Sklavenhaltern. Aber immerhin hast du keine Narbe bekommen, glaube ich. Es ist bald vorbei. Bist du soweit? Ich glaube schon. Tja. Als du sagtest, du musst mit deiner Vergangenheit abschließen, ging es dir nicht um die Zerstörung von Drachenhauch. Oder? Nein. Ich sprach von Imran, dem Patriarchen der kristallenen Orthodoxie. Er hat mich gezwungen, all diese Gräueltaten zu begehen. Ich werde ihn töten. Nur so kann ich mein altes Leben wirklich hinter mir lassen. Und endlich nach vorne blicken. Und das wird mir auch gelingen. Mit dir an meiner Seite. Immer. So wie ich an deiner Seite bin. Wir zerstören den Mutterkristall gemeinsam. Und Cid wacht über uns. Machen wir ihn stolz. So, dann holen wir uns den Mutterkristall. Rip. Die siedende See, westliches Düren. Nützlicher Trick. Du frierst die Gischt und machst damit Nebel. Hast du dir das selbst beigebracht? Sie haben mich dazu gezwungen. Wenn die eiserne Flotte auf See war, habe ich so ihre Bewegung verbergen müssen. Nur ein Kampf. Nein, du lügst. Das könnte die letzte Chance sein, die ich habe. Die letzte Chance, damit abzuschließen. Ich muss es tun. Was es auch kostet. In Ordnung. Ist er. Der Mutterkristall der Eisernen. Drachenhauch. Tja. Very impressive.
Frag mich, warum die alle nach Drachen benannt sind. Drachenhauch. Hauch. Eisernes Königreich. Strömungen, scharfe Klippen und Ätherfluten. Nicht zu vergessen. Diese Insel ist eine natürliche Festung. Ich denke, sie wiegen sich hier in Sicherheit. Die Rückseite scheint nach wie vor niemand zu bewachen. Das Heiligtum liegt im Vulkan. Wenn wir dem alten Pfad folgen, sollten wir zum Hintertor gelangen. Gut. Gehen wir. Ja, warum nicht in einen Vulkan gehen? Feuer und Eis! Yay! Wenn es jetzt noch ein Lied dazu gibt, dann habe ich Song of Fire and Ice. Die Insel war mal Teil von Rosaria, oder? Genau, bevor die Eisernen sie in ihre Klauen bekommen haben. So wie mich. 13 lange Jahre habe ich hier leben müssen. Immerhin kenne ich mich jetzt gut aus. Dieser Weg wurde nach einer Ätherflut stillgelegt. Er wird nicht mehr bewacht. Die perfekte Abkürzung. Alles am Darkasisch. Die Ätherflut breitet sich aus. So schlimm war es damals noch nicht. Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Der Weg führt dadurch. Es heißt ja eigentlich, in der Ätherflut kann jeder mutieren. Außer Domini. Frag mich, war denn der Hund hier mutiert? Ein kleines. Und das ist ein kleines. Kein Grund zur Sorge. Hier noch Loot? Nein. Und das nächste Türchen. Oh. Jetzt kommt so ein Höhlentroll oder irgendwas. Da vorne ist das Arboretum. Von dort kommen wir in die Höhlen. Erst noch mal ganz kurz Loot einsammeln, wenn wir hier schon sind. Können wir keine Truhen kaputt machen oder was? Schade. Das tut gut. So. Können wir was einsammeln? Auch des Windes, Gegenschlag, was auch immer das macht.
was ist denn hier passiert? Alles befallen. Halt. Ach, das Viech kennen wir auch schon. Allerdings ist das diesmal eine mutierte Variante davon. Für einen Schild von Rosaria kein Problem. Wie in alten Zeiten. Halt dich von seinem Maul fern. Du meinst ungefähr so. Burn, baby, burn. Anscheinend nicht mehr. Kann fliegen. Stinkt der erstmal wieder. Und weg ist er. Weiter? Ja. Okay, scheint sehr warm da zu sein im Vulkan. Kleine Überraschung. Ganz schön heiß hier. Wir sind jetzt im Innern des Vulkans. Man gewöhnt sich daran. Obwohl es gut, wenn man... ...in Erinnerung habe.
Gut, wenn man eine Eiszauberin ist oder Domina oder Domini. Egal. Müssen wir uns diesmal Sorgen machen? Langsam schon. Sie werden stärker. Das stimmt nicht. So, alle erledigt. Da gibt es einen Weg nach oben. Gucken wir mal, wo es hier lang geht. Hier ein Secret finden oder auch einfach einen anderen Gang. Zeit zu kämpfen. So, wo geht's hier lang? Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich jetzt hier ein Secret gefunden habe oder den normalen Passage. Gibt's ja eigentlich eine Karte. Nein. Nein. Okay, keine Karte. Eine Truhe, immerhin. Ah. Ein kleiner Salamander, der macht ihn mir. Also falls ihr es nicht gemerkt habt, ich habe den Toga automatisiert. Den wollte ich jetzt auch nicht noch steuern. Also, ich habe ja schon pulverisiert. Okay, bin ich eigentlich noch richtig? Gute Frage. Ich glaube, ich laufe gerade den Weg zurück, oder? Ja, da bin ich hergekommen. Ich bin tatsächlich einmal komplett den Weg in die falsche Richtung gelaufen. Beziehungsweise ich habe die Abkürzung genommen, die gar keine Abkürzung war, sondern einfach nur ein paar Gegner umgegangen hat, die ich dann hier jetzt sowieso gekillt habe. Okay. So viel dazu. Du könntest dich ruhig jetzt ins Rennen bewegen. Oder Rennen bewegen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Aber ja, du könntest rennen. Die Truhe habe ich, glaube ich, schon gemacht. Ja, die habe ich gemacht. Also, liebe Kinder, so geht man den möglichst längsten Weg. Könnte das vielleicht jemand vereisen?
Ah, ich habe noch Zeit. Komm her! Das machen wir nicht nochmal. Ich hoffe, das war nicht der einzigste Ausgang oder Eingang. So. Oh, das sieht hier alles. Ah, wir haben wieder kleine. Erstmal auf den Bomber hier gehen. Bomber sind nicht nett. Bomber machen Boom. Das sind in den meisten Final Fantasies. Jemand da? Nein? Alle besiegt? Okay. Will wir uns doch. Okay, gehen wir da lang. Da gibt's Loot. Das scheint der richtige Weg zu sein. Nein. Ah, hier lag. Okay. Ach, noch. Es ist nicht mehr weit. Oh, das wollte ich mich auch gerade fragen. Ich hab nicht die geringste Ahnung. Was immer es sein mag, Freunde werden wir nicht. Schnapp sie! Ups. Mach das jetzt? Ah, 21.000 Schaden. Nicht schlecht. 50.000, glaube ich, brauche ich für eine Trophy. Kann ich das mitnehmen? Nee. Aber eine Truhe. Okay. Mithril-Armbänder. Da kann ich noch was mitnehmen. Der Loot ist hauptsächlich für mich da, um zu zeigen, wo es der Weg lang geht. Etwas gefühlt. Was zum? Ein Feuerdämon. Die kommen nie aus der Lava. Bis auf heute. Der den Vulkan so zum Kochen gebracht hat. Warum greift er an? Das sind so friedliche Geschöpfe. Ja, man sieht, wie friedlich sind. Zu langsam.
kenne das Viech doch aus Monster Hunter, oder? Schaden, okay, es wird besser. Was hat er vor? Er macht. Ups. Das kriegen wir hin. Das ist gar nicht so schwierig. Okay, der hat mich getroffen. Ich habe ihn. Eigentlich ist es nur warten, bis ich den geschwächt habe und dann alle Kombos draufhauen. Und möglichst die viele Angriffe, kleine Angriffe auf Anfang machen, damit ich den Kombo- und Schadenszähler hochtreibe und dann was Hartes drauf. Tschüss! Jetzt kommt garantiert die Mama auch davon. Diese Hitze. Danke. Der hat Gentleman. Hoffentlich hat das niemand gehört. Zu den inneren Kammern geht's da oben. Von dort weiter zum Heiligtum. Ich bring das zu Ende. Bevor die Hitze mich umbringt. Dann los. Wir schleichen uns durch den Dienstflügel ins Sanktuar. Dort wird allerdings viel los sein. Dann dürfte es schwierig werden, unentdeckt zu bleiben. Das stimmt wohl. Aber es gibt dort jemanden, der uns helfen kann. Und zwar Meister Eder und sein Pumuckl. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber... wahrscheinlich, weil das Viech so rot war. Ganz unauffällig. Schwester Marley, ich bin's. Bei der Mutter. Verräter! Unmöglich. Doch, ich bin es. Wir können ja nicht reden. Kommt mit. Ein Mann! Ein Mann!
bin so froh, dich zu sehen. Ich auch. Haben dich alle guten Geister verlassen? Warum bist du zurück? War die Freiheit denn so schwer zu ertragen? Vergib mir, Schwester. Aber ich konnte nicht hinnehmen, was an diesem Ort geschieht. Sag mir, wo ist der Patriarch? Wir wollen Patriarchen platt machen. Zu dieser Stunde ist er im Sanktuar bei seiner Andacht. Ihr meint, oh, dieser Unmensch. Clive, wir müssen schnell zum Heiligtum. Los. Jetzt bin ich doch gespannt, was die unter Andacht verstehen. Schwester Marley, ihr müsst von hier fliehen. Nehmt eure Sachen und geht. Hör mir zu, Jill. Inanak, Lor! Wir haben Besuch. Hier entlang. Folgt diesem Gang. Er führt direkt zum Sanktuar. Kommt, beeilt euch bitte. Ich danke euch. Ihr wart hier immer meine einzige Hilfe. Mein Licht in der Dunkelheit. Rettet euch, Schwester, bitte. Ihr verdient ein besseres, ein glücklicheres Leben. Das müsst ihr mir versprechen. Ja, lasst ihr die Leute jetzt mal endlich rein. Versprochen. Aber du musst mir auch dein Wort geben. Komm, Clive. Wir sind fast am Sanktuar. Gut. Kann man die auch irgendwie heimlich ausschalten? Wahrscheinlich gab es da eine Möglichkeit, aber ich wüsste jetzt nicht mal wie. Unser Empfangskomitee. Ich hatte schon genug von ihrer Gastfreundschaft. Weitere Gegner? Ich bin falsch. Schnapp sie! Da, Torgal! Bim, 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 bim. Ich fühle mich wie Mega Man. Hallo, hier bin ich. Ist noch jemand da? Nein? Da sind wir ja hier richtig, oder? Wie viele denn noch? Zu viele. Dave, zu langsam. Da vorne. Wende erwacht. Dave.
Bam, 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 bleib, wo du bist. Sind wir bald da? So, hier runter wahrscheinlich. Die hätten wir auch alle erledigt. Und weiter. Ach nee, das war nur für diese Schatzkappe. Ach komm. Ah nee, hier. Hier ist die richtige Tür. Clive. Es gibt etwas, das du wissen solltest. Ja? Der Patriarch hat entsetzliche Dinge vor meinen Augen getan. Und ich habe mir geschworen, dass er durch meine Hand stirbt. Ich stehe hinter dir. Genau wie du bei mir. Bin ich doch mal gespannt, was der gemacht hat. Entsetzliche Sachen. Können wir noch was mitlooten? Ja, super Trank. Ja, okay. Da habe ich eh voll. Okay, aber da sind wieder haufenweise Typen. Wir sind fast da. Kämpfen wir uns durch. Zu langsam. Und gucken wir noch, ob wir es mitnehmen können. Nein. Noch eine kleine Truhe. Okay, was macht er jetzt mit den Leichen?
Shivas Dominus. Willst du um Vergebung für dein Scheitern flehen? Kann sie nicht einfach einen Eisbollen auf den draufwerfen? Folgte ich euren Befehlen, führte eure Kriege. Alles nur, um die Kinder zu schützen, die wie ich verschleppt wurden. Und was habt ihr getan? Ihr habt vor meinen Augen ihre Kehlen aufgeschlitzt. Sadist. Ihre Seelen waren besudelt von unreinem Äther. Ich habe mich erbarmt, Erlösung gebracht. Sie mussten büßen. So wie die heilige Mutter verlangt. So wie auch du büßen wirst. Denn ein Monster wie du hat sein sündiges Leben verwirkt, wenn es nur einen Fuß in dieses heilige Sanktuar setzt. Ganz recht. Ich bin ein Monster. Und meine Seele ist schwarz wie Pech. Doch nicht durch Äther. Sondern durch die Bosheit von Männern wie euch. Ihr seid schuld, dass ich die Dunkelheit in mir verschließen musste, statt sie zu bekämpfen. Dies ist meine Buße. Ja, okay, vor. Hört gut zu. Euer Monster ist tot. Und ich werde euch kein neues erschaffen lassen. Die Bestie wagt sich ihrem Herrn zu widersetzen? Komm ruhig, Dominus. Wüte, sei, was du schon immer warst. Ein Monster. Und was seid ihr, Imran? Ich wurde dazu gezwungen. Ihr tötet aus Freude. Doch nie wieder. Wie ich einst vor euch, werdet nun ihr euch vor mir verbeugen. Tötet sie. Ach, Überraschung, wer noch hier ist. Ich glaube, das wäre. Hier bräuchten wir einen Ifrit oder irgendwas. Habe doch gerade gesagt. Komm schon, du musst dich erinnern. Oder wir rennen einfach so nieder. Vogel, ich würde dabei weggehen. Nein, klappt nicht. Nein, wieso schaffe ich es nicht? Nur jetzt!
aber nicht ewig aufhalten. Ich muss mich beeilen. Donnerwetter. Erneut Trophy. Mal gucken, wie das sich schmeckt. Naja, das lässt ihn eher unbeeindruckt. Einmal Signature Move von Shiva. Also gut. Ich werde mich beeilen. Was ist denn jetzt hier? Das ist eigentlich ein Signature-Move von Ifrit. Also zumindest in dem Final Fantasy 14. Pass!
Okay, flüssige Flamme erstickt. Was ist jetzt eigentlich mit dem komischen Priester geworden? Ich werde das beenden, Clive. Hey, jetzt haben wir ein Eisschwert. Sie beendet es indirekt. Eigentlich beenden wir es jetzt. Siehst du das, Sid? Der Freiheit einen Schritt näher. Der Kristall! Was ist mit ihm geschehen? Ach, der ist ja auch noch da. Hätte er mal die Klappe gehalten. Wir haben ihn zerstört. Was? Aber... Monster! Ist dir eigentlich klar, was ihr da getan habt? Sicher, Vater. Ich habe es getötet. Das Monster ist wiedergeboren als Geächtete. Möge der Segen der Kristalle mit euch enden. Geschafft. Du hast dich sehr verausgabt. Etwas. Wieder fiel alles auf dich. Und ich war darauf gefasst. Ich musste mich meiner Vergangenheit stellen. Jetzt kann ich mit dir nach vorne schreiten, ohne zurückzusehen. Tugel ist auch noch da. Clive, sieh doch. Haben wir einen geheimen Eingang gefunden oder Ausgang oder was auch immer? Es sieht aus wie das am Phönix-Tor. Nee, das haben wir gefunden. Ach, dann kriege ich gleich wieder, muss ich gegen Ultima kämpfen oder irgendwas? Wir müssen weg. Ja, schnell. Überraschung, wer da in der Ecke steht. Ich mach die Insel bumm.
Jill. Ich habe Wort gehalten, also enttäusch mich nicht. Und damit haben wir ein Vermächtnis abgeschlossen. Ah, der nächste Kristall, den wir machen müssen. Ah, okay. Wenn das Joshua ist, wer ist dann der auf der anderen Seite? Evil Joshua? Danke für deine Sorge. Wirklich. Aber glaub mir, ich komme zurecht. Bitte. Deine Medizin haben andere viel nötiger. Oh. Wenn das so ist. Für einen Moment habe ich meinen Bruder gespürt. Tatsächlich? Ultima zieht wieder seine Kreise um ihn. Aber weiß nicht, ob dieses Loch in dir so gesund ist. Ich werde ihn nicht mehr lange in mir halten können. Euer Gnaden. Nein, du machst dich nur schmutzig. Sieh nur. Wie ein Strom, der zum Meer fließt. Oder wie die Motten zur Flamme, das Kristalldominium ihr Licht in der Dunkelheit. Mehr und mehr verlieren ihre Bleibe und ziehen los, um Schutz zu suchen. Andere fliehen vor den erdrückenden dalmekischen Steuern, um irgendwo neu anzufangen. Was genau sucht ihr dort? Im Dominium, euer Gnaden. Oh, Dion Lesage. Ihr meint den Kronprinzen von Sanbrek? Hi, GT-Drax, einen wunderschönen guten Abend. Viele Titel. Dion der Kühne, Prinz der Dragons, Odins Erzfeind oder einfach Bahamut. Als Kind habe ich ihn einmal getroffen. Schon damals hatte er ein edles Gemüt. Und seither hat er seinem Reich stets voller Eifer gedient. Und ihr seid euch wirklich sicher, dass er euch Gehör schenken wird? Unsere Welt schreitet unaufhörlich auf ihr Ende zu. Und seine Hand drängt sie voran. Ultimas Einfluss erstreckt sich auf jedes Reich, auch auf Sanbrek. Wenn seine Hoheit der ist, für den ich ihn halte, und das hoffe ich sehr, wird ihm diese Tatsache nicht entgangen sein. Hier ist aber schon klar, dass er verantwortlich ist, dass dein Königreich dein Vater gestorben ist, dein Herzogtum sich aufgelöst hat und naja. Die Kristalle schwinden, das ewige Licht flackert und in der Dämmerung wachsen die Schatten. Die Kristalle haben uns ihren Segen geschenkt. Und uns so verdorben. Wir sind wie gemästete Vögel, die nicht mehr fliegen können. Schokobos. Doch nun stehen wir vor dem Abgrund und brauchen unsere Flügel. Viel Leid wird uns auf diesem Weg erwarten. Doch er ist der Einzige zur Freiheit. Wonach strebt diese Welt eher? Kristallenen Käfig oder einem dornreichen Himmel? Ich kenne die Antwort auf diese Frage noch nicht. Du, Clive. Euer Gnaden, wir sollten irgendwo Rast machen. Wir können... Ich will jetzt mal gucken, wer diese Joshuas Begleiterin eigentlich ist.
Die Begleiterin von Joshua Rossfield, den Dominus des Phönix, sie ist eine fähige Schwertkämpferin und weicht den Herrn aus Loyalität und Sorge um dessen Wohlergehen nie von der Seite. Wenn es keinen Anlass gibt, Joshua zu verteidigen, so hat sie zumindest stets das rechte Heilmittel zur Hand, um den kränklichen Prinzen eine Linderung zu... Okay, der Name Jotte, den Joshua für sie verwendet, ist nicht ihr Geburtsname. Ihr wahrer Name kennt jedoch niemand. Okay, so viel dazu. Sobald ihr wieder bei Kräften seid. Mir ist die Dringlichkeit der Sache bewusst, aber eure Gesundheit geht vor. Ich weiß. Danke, Jotte. Vielleicht sollte er sich was übers Hemd ziehen. Ich meine, so ein Schimmer auf der Brust ist vielleicht ein bisschen auffällig. Währenddessen in irgendeinem anderen Teil der Welt. Ah, Randela, Republik Damalkia. Und das ist die Ratskammer des damalkischen Paladins. Erst den Kaiserlichen die Inseln von Ark zu entreißen, ist wieder einmal gescheitert. Nur weil eure Flotte so unfähig wie ein Eunuch in der Brautnacht ist, wollt ihr stattdessen etwa zum Rückzug blasen? Es reicht mir mit euch. Mit Schuldzuweisungen werden wir ihre unrechtmäßige Aneignung nicht ungeschehen machen. Allerdings steigen auch unsere Verluste mit jedem Tag. Zwischen ihnen und euch liegt ein ganzes Meer. Die Armee von Sanbrek kann euren Truppen dabei zusehen, wie sie harmlos an den Stadtmauern zerschellen. Sie können das aussitzen. Die ganze Belagerung juckt sie nicht. Ihre Vorräte sollen fast unerschöpflich sein. Und unsere ach so weisen Anführer stürzen in den Krieg, ohne einen Gedanken an die Konsequenzen zu verschwenden. Dalmekische Soldaten verhungern, wartend auf Befehle aus Randella. Also warum übernehmt ihr nicht? Dann wären ihre Bäuche schon abends voll. Ihr wollt, dass ich ausrücke? Dann kämpft auch Bahamut. Und ein Duell würde die Chasia ins Verderben stürzen. Statt das Dominium zu befreien, würden wir seinen Untergang besiegeln. Oder ist es das, was ihr wünscht? Wenn unser verständiger Berater einen Vorschlag hat, ziehen wir ihn gerne in Erwägung. Aber das ist ja die Kaiserin. Ich spiele schon wieder ein doppeltes Spiel. Was das zu bedeuten hat, Lord Kupka. Was das bedeutet? Dass ich nicht mehr die Absicht hege, euch auch weiterhin zu beraten. Ach, ihre Blicke, als ihr durch diese Tür gekommen seid. Dieser Ausdruck dümmlicher Hilflosigkeit. Sie wollten ihren Augen nicht trauen. Obwohl ich zugebe, ich hatte auch Zweifel, ob ihr meiner Einladung in der Tat folgen würdet. Das Schockierende ist, Seth ist nicht der Sohn einer Hure, er ist der Sohn einer Kaiserin, euer Sohn Clive. Absurd. Von wem habt ihr diese Lüge?
Kein Verbrecher verdankt mir sein Leben. Nein, im Gegenteil. Mein Sohn ist neben mir und wir sind nicht für haltlose Anschuldigungen hier, sondern um die Streitigkeiten zwischen unseren Reichen zu einem Ende zu bringen. Also gut, doch ich habe eine Bedingung, und zwar diese. Sid hat einer Frau das Leben genommen. Jemand, der mir alles auf der Welt bedeutet hat. Dafür werde ich ihn töten. Und ich schätze, dass dies in eurem Sinne wäre. Ihr werdet endlich vom Schandfleck eures Stammbaumes befreit. Im Gegenzug überlasse ich Sunbreak euren fähigen Händen. Hochverehrte Majestät. All das aus Liebe zu einer gemeinen Hure. Dominus oder nicht, die Herkunft lässt sich nicht verbergen. Und Bestien sind und bleiben nun mal Bestien. Für dich hält die Zukunft mehr bereit, Olivier, mein Schatz. Schon bald bist du der Kronprinz von Sunbreak. Und wenn dein Vater vor die gütige Gwigur tritt, wirst du als göttlicher Kaiser über allem stehen. Die alte Ordnung wird in sich zusammenbrechen und dein erhabenes Licht die Welt hell und strahlend erfüllen. Okay, die ist ein bisschen durchgeknallt. Schon bald. Sie ist seit Stunden da drin. Irgendwas stimmt nicht. Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Ja, sie haben ein bisschen renoviert, oder? Sind die Gerüchte wahr, Sid? Du hast noch einen Kristall zerstört? Ja, langsam geht uns die Kristalle aus, die ich zerstören kann. Ah, eine Nebenquest, die wir hier annehmen können. Ach, Clive, was mache ich denn jetzt bitteschön? Was ist denn los? Ich muss dringend zwei Kleider nähen und habe nicht ein Fitzelchen Stoff. Ach, nee. Wunder, dass die Lumpen dieser beiden Mädchen noch nicht auseinandergefallen sind. So können sie auf keinen Fall länger herumlaufen. Auch hier im Versteck braucht es schließlich eine gewisse Ordnung. Du willst doch auch, dass die beiden sich hier wohlfühlen, oder nicht? Wie kann ich helfen? Natürlich will ich das. Wie kann ich helfen? Oh, du bist ein Schatz, Clive. Also, ich habe schon für zwei Ballen Stoff bei der Tuchhändlerin in Nordstedt bezahlt. Blau und rot. Aber sie liefert nicht. Wie auch, wenn wir auf keiner Karte verzeichnet sind. Also muss irgendwer diesen Beleg nehmen und die Bestellung abholen. Und mit irgendwer meinst du sicher mich? Ganz genau. Und lass dich nicht mit weniger abspeisen als das, wofür ich bezahlt habe. Ein Ballen blauer und ein Ballen roter Stoff. Ich brauche beide. Okay. Retter der Menschheit und Transporteur von Stoffballen jeglicher Art. So. Kupkas Garde ist in letzter Zeit nicht. Gucken wir nochmal, ob wir irgendwas geschenkt kriegen. Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Kommst du, um den Lohn für deine Mühen einzufordern? Nein. Komm bald wieder. Da muss ich noch mehr Nebenquests machen. Mehr kann ich leider nicht tun. Schone dich jetzt. Und achte in Zukunft bitte besser auf dich.
Oh oh, ich muss gleich Tendi rausholen. Danke. Ich versuch's. Es ist der Fluch. Sie braucht jetzt Ruhe. Sag mir bitte, wenn es dir zu viel wird. Die Schmerzen. Schmerz ertrage ich. Das solltest du aber nicht. Nicht mehr. Das hier ist nicht nur dein Kampf, Clive. Es ist unserer. Wir alle sehen, wie hart du kämpfst. Und wir wollen es dir gleich tun. Oder willst du lieber, dass wir dich die Welt im Alleingang retten lassen? Nee, aber wenn es darum geht, Stoffballen abzuholen, dann... Es ist nur... Verzeih mir. Okay, wer rettet jetzt die Situation? Ja, endlich. Wo bist du? Unser Held. Hier drin. Beinahe hätte es Geknutsche gegeben. Was ist los? Rosalith wird angegriffen. Was? Das ist nicht das dalmekische Heer, von dem wir hier sprechen. Das ist die steinerne Wache von Drachenfang. Hugo Kupgars Leibgarde. Sie zerlegen die ganze Stadt und versuchen, ins Schloss einzudringen. Sie suchen mich. Ich fürchte ja. Der gute alte Hugo hat wohl endlich begriffen, wer hinter dem Namen Cid steckt. Dann ist das eine weitere Falle? Darauf verwette ich meinen Arsch. Und all das nur für dich, Clive. Ich gehe nach Rosalith. Soll das ein Scherz sein? Du willst genau das machen, was er sich erhofft? Jill, ich weiß nicht, warum Kupka es so auf Cid abgesehen hat. Doch solange sein Hass mich verfolgt, wird es niemals Frieden geben. Jetzt ist auch der Rest von Sturm Teil dieses sinnlosen Kriegs, um mich zu finden. Außerdem werde ich nicht tatenlos zusehen, wie er meine Heimat in Schutt und Asche legt. Hugo Kupka muss sterben. Er hat schon genug meiner Freunde auf dem Gewissen. Ich will nicht, dass es mehr werden. Also dann los, lasst uns ihn kalt machen. Ich komme auch. Schließlich stecken wir alle da drin. Also gut. Ich sollte mit Otto reden, bevor wir aufbrechen. Wir müssen genau wissen, was uns erwartet. So, und wo ist jetzt Otto? Otto ist wieder da hinten. Und herlaufen. Vorher gehen wir noch mal ganz kurz zum Schmied, gucken, ob wir bessere Waffen bauen können. Willst du was schmieden? Platinschwert ist besser, 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 besser. Dann machen wir ein Platinschwert plus 1. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Gucken wir, ob wir das Platinschwert noch verstärken können. Ja, dann machen wir ein Platinschwert plus 2 draus. So. Das ist schon mal ein gutes Schwert. Die Tuchhändlerin hat meine Gel nur zu gern genommen. So. Wir müssen jederzeit nach Rosalith. Auch durchhin. Hast du mit Gev gesprochen? Wir gehen nach Rosalith. Aber erst, wenn ich alle Informationen habe. Weißt du mehr? Nicht viel.
Niemand hat erwartet, dass Dalmekia noch eine Front gegen Zambrek aufmacht. Erst recht nicht unsere Leute in den Provinzen. Sie haben uns alle möglichen Berichte geschickt, aber sie widersprechen sich. Vivien versucht gerade, aus den Dingern schlau zu werden. Es wäre also gut, wenn du mit ihr redest. Verstanden. So, dann reden wir mal. Hier. Sieh an, ein Besuch von meinem Lieblingsschüler. Also gut, wo haben wir zuletzt... Ach, das ist ja überraschend. So gut besucht... Wie sagt man noch? Bisschen Bildung... schadet nie. Wir gehen nach Rosalith und stellen Kupka. Wie ist die Lage dort? Nicht so hastig, Lord Rossfield. Ich kann mir vorstellen, dass du besorgt um deine Heimat bist. Doch um die jetzige Situation zu begreifen, musst du zunächst verstehen, wie sie zustande gekommen ist. Na toll. Geschichtsstunde. Reden wir als erstes über Hugo Kupka selbst. Oder den Berater in wirtschaftlichen Expansionsfragen, wie sein Titel in Dalmekia lautet. In einer Republik, deren Fundament der Handel ist, gibt es kaum eine einflussreichere Position. Sie hat Kupka einen außerordentlichen Grad an Reichtum und Macht eingebracht. Nicht, dass es ihm an letzterem je gemangelt hätte. Denn als Titans Dominus ist er auch Dalmekias Sicherheitsgarantie. Ein Trumpf, mit dem er seinen Einfluss weiter ausbauen konnte. Und zwar so weit, dass er es sogar geschafft hat, dem Parlament die Kontrolle über den Mutterkristall zu entreißen. Die Loyalität der Schutzgarnison von Drachenfang hat er sich mit großzügigen Summen erkauft. Sie ist nun kaum mehr als sein Privatheer. Und dieses Heer marschiert just in diesem Moment über rosarischen Boden. Wobei es sich dabei mittlerweile natürlich um Zambreksches Territorium handelt. Doch das Kaiserreich hat gerade andere Sorgen als Rosaria, seit es sich um die Besetzung des Kristalldominiums in eine Pattsituation mit Dalmekia manövriert hat. Das heißt, alle Truppen werden gebraucht. Von den wenigen Garnisonen, die die Provinzen im Westen noch sichern, wurde daher die Hälfte mit dem Fall von Drachenhauch abgezogen. Denn die Gefahr durch die Eisernen und somit die eines Überfalls über den Seeweg war vorerst gebannt. Wirklich bewacht wurde die Küste des ehemaligen Großherzogtums also nicht. Ein Umstand, der auch Kupka nicht entging. Ohne nur einem einzigen feindlichen Schiff zu begegnen, ging er mit seinen Männern in Rosaria an Land. Alles nur für dich, Clive. Er will deinen Kopf. Seine Belagerung Rosalits dient diesem einzigen und alleinigen Zweck, um dich aufs offene Feld zu locken. Okay, machen wir. Kein Problem. Du meinst, Kupka ist über den Seeweg gekommen? Was ist mit Port Isolde? Ist die Stadt sicher? Ja, den Hütern der Flamme zufolge ist sie das. Die dalmekische Flotte ist ohne einen Angriff vorbeigezogen. Allerdings nicht unbemerkt. Sobald klar wurde, dass Kupka Rosalith ansteuert, haben die Hüter sofort die Evakuierung der Menschen dort in Angriff genommen. Die Bühne für eure heldenhafte Heimkehr wird also frei sein. Dennoch wird es ein äußerst schwieriges Unterfangen, in die Hauptstadt zu gelangen. Hugos Männer sichern die Buitbrücke. Alle Versuche der kaiserlichen Armee, sie ihnen zu entreißen, waren erfolglos. Zudem scheinen sie aus den Fehlern Zambreks gelernt und entsprechende Vorkehrungen getroffen zu haben. Die Küste um Rosalith wird lückenlos von Dalmekia bewacht. Und nun sag, mein Schüler, wo denkst du, liegt die beste Route in die alte Hauptstadt? Im Norden. Wir überqueren die Grenze am Phönixtor und reisen dann durch Stillwind weiter zum Schloss. Ein kleiner Umweg, doch so werden wir nicht entdeckt. Deine Ortskenntnis macht sich bemerkbar. Gute Reise. Brechen wir am besten sofort auf. Du begleitest sie? Ja. Mich juckt es schon verdammt lang in den Fingern, diesen Bastard zu erwischen. Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Gut. Wir sollten los. Jawohl.
So, unser nächstes Ziel, also unsere alte Heimat. Aber die werden wir uns erst anschauen im nächsten Stream. Und der wird erst Ende September sein, denn ich gehe jetzt in Elternzeit. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Und jetzt nochmal ganz kurzen Dank an meine treuen Seelen, die mich auch diesen Monat wieder tatkräftig unterstützt haben. Vielen Dank an meine Silberseelen. Vielen Dank an einer wie Ichimi07, Kati Krempel und Negoya. Und ganz besonderen Dank geht an meine Gold- und Platin-Seelen Chaos des Tele, Klingone23, Negi Magister, Buginato und Yuria Murumoto Ino. Und meine Gold- und Platin-Seelen kriegen dann auch eine Postkarte aus meinem Urlaub in der Elternzeit, wenn ich in Großbritannien bin. Bis dahin, vielen Dank und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.